Ja, Baby, was soll ich sagen? Ja, ich habe doch auch Gefühle für dich. Ja, wir sehen uns einfach nächstes Wochenende. Ja, gar kein Problem, wir sehen uns. Okay, weil ich muss jetzt auch arbeiten, deswegen, wir sprechen uns einfach, ja, die Tage. Okay, mach's gut. Oh, was ist mal wieder ein hartes Wochenende. Ich glaube, das ist jetzt mein erstes Video dieses Jahr. Ich bin schon relativ früh dran, aber da kam mir ein bisschen was dazwischen, nämlich das Wochenende. Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr noch viele Wochenenden vor mir habe. Und ich will euch nicht anlügen, aber das Wochenende ist halt nun mal das Highlight meines Lebens. Und ich erzähle halt immer gerne von meinen Wochenenden. Und ich erzähle es bisher immer nur so Freunden. Und ich dachte mir, ey, warum gleich nicht allen erzählen? Ich will jetzt hier so ein neues Format kreieren, wo ich euch einfach immer von meinen Wochenenden erzähle. Und ich habe mir halt hier auch schon mal ein paar Notizen halt so gemacht. Aber mir fehlt halt noch der Name. Rons Abenteuer. Dreier mit und Rons Wochenende. Komm, wir nennen es Rons Wochenende. Schreibe ich einfach mal drüber. Rons Wochen. Wie schreibt man Wochenende? Wochenende. So, Rons Wochenende. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Rons Wochenende. Heute werden folgende Themen besprochen, nämlich beim letzten Wochenende ging es wieder drunter und drüber. Ich habe wieder so viele Erfahrungen gesammelt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte heute folgende Themen mit euch besprechen. Einmal das Training am Wochenende, Frauen, die Party, der Alkoholkonsum. Und ich werde euch vielleicht auch immer erzählen, wie viel Geld ich so am Wochenende ausgebe. Am Freitag, Samstag, Sonntag. Das könnte auch interessant sein. Und wir fangen einfach mal an mit dem Freitag. Also es ist so ein klassischer Freitag gewesen. Ich habe meine Morning-Routine, wie ihr sie alle kennt, einfach ganz normal durchgezogen. War dann um 18 Uhr irgendwann halt bereit für den Tag. Und wurde dann gleich auch schon abgeholt. Und sind wir erstmal in eine Shisha-Bar gefahren. Ja, dort war ich halt mit zwei Freunden und so drei Instagram-Bekanntschaften und wir haben dort erstmal eine kleine Flasche aufgemacht, haben ein bisschen was getrunken, eine Shisha geraucht, die war 24 Karat vergoldet, die war halt dreimal so teuer wie eine andere, aber wir wollten die halt haben, weil die teuer war. Danach sind wir halt feiern gefahren. Wisst ihr, was ihr machen müsst, wenn ihr feiern seid? Das ist wirklich, wirklich extrem lustig. Ihr kennt ja alle Victor. Und er ist halt oft dabei beim Feiern. Und er hatte so, er kam so ins Gespräch mit so einer Frau. Und ich kam so dann dahin, das müsst ihr wirklich nachmachen, das zieht übertrieben. Gehe ich so zu Victor und der Frau. Und er ist so gerade voll vertieft im Gespräch. Und ich sag dann einfach nur so, ey Victor, wo war nochmal dieser Arzt, von dem du mir erzählt hast, wegen Geschlechtskrankheiten, ich wollte mich mal checken lassen. Sag mal, hast du deine Chlamydien einfach eigentlich noch oder sind die schon weg und so? Und dann einfach gehen. Einfach so Danke sagen und gehen. Und dann einfach diese Reaktion abwarten. Er ist rot geworden, sag ich euch. Dann war ich auch schon eigentlich betrunken, hab mit Frauen getanzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war am Freitag ein bisschen zu betrunken. Ich war dann wirklich so, ich wollte eigentlich nur noch Party machen. Ich habe mich gar nicht mehr auf Frauen konzentriert. Bin ich auch irgendwann so zu Hause gelandet und mein Portemonnaie war leer und irgendwie habe ich an dem Abend 270 Euro ausgegeben. Mein Samstag war lustiger, obwohl ich nicht getrunken habe. Ich habe Samstag wirklich nicht getrunken. Ich war morgens trainieren, also 19 Uhr. Und nach dem Training hatte ich dann wirklich diesen Pump und ich wurde wieder abgeholt. Und wir sind halt direkt feiern gefahren. Ich habe mir wirklich so gesagt, ich trinke heute nicht. Ich will diesen Abend mal so richtig nüchtern erleben. Es war vielleicht ein Fehler, aber ich bereue ihn nicht.
Weil der meistgehörte Satz am Freitag war, nein, Schwanz, Bro, und wenn ich betrunken bin, dann sind mit mir Gespräche nicht mehr so wirklich möglich. Ich sag dann immer, danke, Bro, oder du auch, Bro. Der meistgehörte Satz am Abend, am Samstag, war dann, trink mal was. Und das ist wirklich nervig, wenn jeder sagt, trink mal was. Jetzt gerade trinke ich halt den Swish, weil ich hier auf Arbeit bin mit entsprechender Arbeitskleidung. Und ich trinke den halt gerne, um wieder so ein bisschen zu Verstand zu kommen und so. Aber wenn man nicht trinken will, also Alkohol, und dann die ganze Zeit Leute kommen und sagen, trink mal einen mit mir, das ist wirklich nervig. Mein Highlight am Samstag beim Feiern war eigentlich nur, als dieser eine Typ zu mir kam. Er meinte, hey Ron, können wir ein Foto machen? Ich sag so, ja klar, machen wir. Und dann, Leute, haltet euch fest, er holt einen Pfefferstreuer raus. Das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Victor ist mein Zeuge, der Typ hat neben mir einen Pfefferstreuer rausgeholt. Ich bin wirklich stolz, dass Leute wirklich umsetzen, was ich halt so empfehle. Ich finde das richtig krass, ich hätte es niemals erwartet. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, dieser Junge war auch am Abend erfolgreich mit die Pfeffer. Das sind wirklich Momente an Wochenenden, wo ich einfach so richtig sentimental werde. Und da ich halt auch nicht getrunken habe am Samstag, muss ich ehrlich sagen, ich habe den Abend halt richtig krass wahrgenommen und so. Ich kann mich an alles erinnern. Und dieser Typ mit dem Pfefferstreuer, der war unglaublich, sage ich euch. Dieser Abend war auch für mein Portemonnaie ein bisschen entspannter. Ich habe, glaube ich, circa 100 Euro ausgegeben. Also für meine Verhältnisse eigentlich relativ wenig. Und ja, das war eigentlich auch schon der Samstag. Dann sind wir halt noch auf einer Homeparty gelandet. Ich natürlich nüchtern, wurde dann aber langsam müde und bin auch nach Hause gefahren. Also mit Frauen hat sich leider nichts ergeben, aber es ist nicht schlimm. Das nächste Wochenende ist schon so bald vor der Tür. Und sonntags war dann wirklich ein entspannter Tag. Ich war dann wieder trainieren, hab gefrühstückt, hab einen Film geguckt auf Netflix, hab mir einen ganz gemütlichen Sonntag gemacht. Und das, Leute, war mein Wochenende. Ich hoffe, falls ihr dieses Format feiert, wo ich einfach von meinem Wochenende erzähle, dann lasst es mich wissen. Sagt mir, wenn ihr Gäste in meiner Sendung haben wollt, bitte natürlich nur weibliche Gäste dann unten reinschreiben, die ich dann halt immer zu meiner Sendung einladen kann. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns nächsten Sonntag zu Rons Wochenende.